Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, ich habe euch mal gefragt, ob ihr mal sehen wollt, wie man eigentlich so ein Video fabriziert. Also so ein Video, das ich halt immer hochlade, und ihr habt mit überwältigender Mehrheit ja gesagt und deswegen machen wir das heute. Und ich zeige euch heute anhand eines etwas einfacheren kurzen Videos, wie sowas genau funktioniert. Ja, meine Freunde, wir befinden uns momentan auf meiner Editor-App. Gibt natürlich bestimmt bessere Schreibprogramme. Und ihr seht oben links Eclipse. Ne? Das war, also diese Datei ist schon ziemlich alt, ursprünglich erstellt worden, als der Eclipse neu war. Beziehungsweise als ich das Video zum Eclipse gemacht habe, und seitdem, ja, ändere ich halt immer den Text und speichere das halt nicht. Jedenfalls kann man dann hier seinen Text eingeben, den schreibe ich in der Regel auf Deutsch. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, ich mache deutsche und englische Videos. Wenn ich deutsche Videos mache, dann schreibe ich das einfach rein, schmeiß dann wie jetzt auch mein Handy Screen Record an und lese den Text möglichst so ab, dass es klingt, als ob ich das einfach frei sprechen würde. Es klingt mir mal besser und mal weniger gut, aber am Ende des Tages versteht jeder, was gemeint ist. Dieses Video hier ist übrigens von meinem Voice her nicht gescriptet, das spreche ich jetzt einfach so aus freien Stücken. Wenn ich ein englisches Video mache, und das hier ist jetzt ein englisches Video, denn wir machen das Video zum Fuse Mortar, dann müssen wir hier etwas mehr machen, sozusagen. So, wir haben jetzt den Text hier geschrieben, auf Deutsch natürlich. Und jetzt ist der nächste Schritt, diesen Text auf Englisch zu übersetzen. Man könnte sich jetzt die Mühe machen, das selbst zu tun. Mein Englisch ist aber viel zu schlecht dafür, also das wirklich 100% grammatikalisch korrekt hinzubekommen. Deswegen hilft mir hier ChatGPT. Das ist eine künstliche Intelligenz, die alles Mögliche machen kann, Songtexte schreiben, du kannst mit deiner Unterhaltung führen und du kannst dir natürlich auch Texte übersetzen lassen, und zwar ein einwandfreies Englisch. Dazu öffne ich einfach ChatGPT, schreibe dorthin, übersetze in Englisch und kopiere anschließend den von mir in Deutsch verfassten Text rein, drücke auf Enter und schon hat mir ChatGPT den Text in perfekten Englisch übersetzt. Jetzt habe ich allerdings nur den Text in Englisch und noch nicht die Stimme. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist die Stimme in meinen Videos, die Englisch gehalten sind, nicht meine eigene, sondern eine, ja, künstliche generierte Stimme, eine AI-Stimme. Und dafür gibt es eine Website, auf der man das machen kann, die heißt 11 Labs. Und dort hat man die Möglichkeit, entweder for free, man muss sich halt registrieren, aber an sich ist das halt gratis, kann man pro Monat für 10.000 Zeichen sich einen Text in unterschiedlichen Stimmen übersetzen bzw. sprechen lassen. Ne, wir haben dann hier unten auch die Auswahl, da können wir uns unterschiedliche Sprecher aussuchen, die können wir uns dann auch vorher anhören, und ich nutze immer Callum. Der gefällt mir so von der Stimme her am besten, wirkt ja, eine schöne, sonore, männliche Stimme. Und deswegen habe ich mich dann für ihn entschieden. Ja, mit 10.000 Zeichen kommt man im Monat aber nicht weit, wenn man 4 Videos pro Monat auf Englisch raushaut. Deswegen habe ich mir mehrere E-Mails gemacht, über die ich mich angemeldet habe, sodass ich auf jeder E-Mail 10.000 Zeichen habe. Weil ansonsten müsstest du ein Abo abschließen, und das ist hier richtig, richtig teuer. Nachdem ich den Text eingefügt habe, kann ich hier auf Generieren drücken, und dann rotiert er hier eine Weile und liest mir dann, sobald er das Ganze in die Sprache übersetzt hat oder halt gesprochen hat, fängt er dann automatisch an, das eben abzuspielen. Hello everyone, today we're talking about the brand new Fuse Mortar. What can this weapon do? And how does it compare to the regular mortar? So, wenn er das dann gemacht hat, höre ich mir das immer auf der Website nochmal an, ob irgendwo Sprechfehler drin sind, denn diese künstliche Intelligenz baut immer mal wieder so ein bisschen Kauderwelsch ein, der eben nicht vertretbar ist. Wenn es so ein paar kleine Sachen sind, wie zum Beispiel, dass er statt Tengu Tanga sagt oder so, dann ich lasse es halt dann, weil ansonsten müsstest du es nochmal neu generieren, in der Hoffnung, dass es dann richtig sagt. Irgendwann funktioniert das auch, aber man verschwendet halt sehr, sehr viele Zeichen, die man zur Verfügung hat. Und wenn das halt einfach nur so ein kleiner Fehler ist, dann lasse ich es einfach. Ne? Dann könnt ihr alle schön drüber lachen. Und ja,
Wir lassen es dann. Wenn uns das Ganze dann passt, können wir hier rechts unten auf dieses Symbol drücken. Da downloaden wir das Ganze. Das scheint dann auch hier gleich oben rechts, wenn es fertig ist. Jetzt öffnen wir Filmora. Das ist das Programm, mit dem ich arbeite. Das ist auch kostenpflichtig. Kann man sich entweder abonnieren oder für einen etwas höheren Preis lebenslang in Anführungszeichen kaufen. Und dieses Programm ist sehr, sehr anfängerfreundlich. Sehr, sehr idiotenfreundlich auch. Also es gibt ja sehr, sehr viele Programme wie Sony Vegas Pro und so weiter. Habe ich auch, arbeite ich auch ab und zu mit, aber dieses Programm, da muss man nicht, also das ist sehr selbsterklärend, versteht, das ist wirklich, wirklich einfach. So, wir haben jetzt hier das Feld, in das wir unsere Sounddatei ziehen können, damit das erstmal ins Programm importiert wird. Anschließend ziehen wir das Ganze hier unten in die Leiste und da erscheint auch dann der jeweilige Sprechbalken. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn das Video auf Deutsch ist und ich es vorlese, ich verspreche mich beim Vorlesen immer mal wieder, dann habe ich hier erstmal viel Arbeit. Dann muss ich erstmal diesen ganzen Text so zusammencutten, dass die ganzen Versprecher draußen sind, zu laute Atmer draußen sind. Manchmal, wenn ich ein bisschen ins Mikrofon puste, dann kann ich das nicht ändern, weil das halt wirklich direkt vom Pusten in das Gesprochene übergeht. Da kann man es dann nicht rausschneiden. Aber in der Regel versuche ich, dass es ein schönes Gesamtbild ergibt. Das ist jetzt hier im Englischen wesentlich einfacher. Das, was wir jetzt am Anfang an Mehrarbeit hatten mit Übersetzen und so weiter, wird uns jetzt hier wieder abgenommen. Denn hier müssen wir einfach nur einen Cut setzen, wenn dann das Intro kommt. Und ansonsten ist das Ganze sauber durchgesprochen. Und am Ende setzen wir dann hier nochmal das Intro rein. Ich arbeite im Hintergrund auch immer mal ein paar Sachen jetzt im Video, die ich nicht erläutere, da hier auch sehr, sehr vieles selbsterklärend ist. Gut, wenn wir das haben und auch das Intro und das Outro davor gesetzt haben, dann kümmern wir uns erstmal um die Musik. Da habe ich hier einen Song gedownloadet, der mir damals gefallen hat und habe den Erklärvideo genannt. Das ist immer das gleiche Lied, das immer in diesen Videos, wo ich einen Mac oder eine Waffe erkläre oder so, wo das halt eben abgespielt wird. Na? Und die importieren wir jetzt in das Programm und fügen das auch unten ein. Auch hier müssen wir dann wieder einen Cut setzen, ne, und einen Teil vor und einen Teil nach das Intro schieben und natürlich auch den hinteren Teil wegcutten, damit uns die Tonspur da nicht ins Outro reinfunkt. Ist zwar nur das Outro, aber trotzdem. Und anschließend müssen wir hier eigentlich nur noch das Ein- und Ausblenden. Das wirkt halt einfach besser, wenn man Musik ein- und ausspielt, dass die zum Anfang und zum Ende hin leise anspielt und am Ende auch wieder leise ausklingt. Wenn das so abrupt aufhört, dann das stört einfach. Das merkt man einfach. Man nimmt es nicht wirklich wahr, wenn es leise ein- und ausspielt. Wenn man das allerdings abrupt enden lässt, das merkt man dann. Und das ist dann, ja, das stört so ein bisschen das Seherlebnis, sage ich mal. Wenn wir das dann haben, passen wir die Lautstärke an, damit die Musik nicht 10.000 Mal lauter als das Gesprochene ist. Ne? So, ich würde mal sagen, hier minus 19. Müsste eigentlich passen. Hören wir mal. Some differences in handling compared to the regular mortar. The stats also differ significantly. The fuse mortar deals up to 181,135 damage points per magazine. That's around 70,000 more damage. Genau, das dürfte soweit passen. So, ich habe jetzt hier auch die ganzen Spuren auf gesperrt gedrückt, denn jetzt werden wir dann die ganzen Videoelemente einfügen. Alles, was uns halt so, alles, was wir halt hier so brauchen, ne? Und werden das dann zurechtschnipseln. Und durch das Hin- und Herschieben der einzelnen Elemente würden sich die anderen darunterliegenden Sachen, also die Voice-Spur, die Intro, das Outro und die Tonspur, die würden sich mitverschieben. Deswegen sperren wir die Kanäle, dass das nicht passieren kann und wir dann am Ende kein großes Kuddelmuddel haben, das wir wieder entwirren müssen. Und genau, das Ganze habe ich jetzt natürlich vorab aufgenommen auf meinem zweiten Handy, wo ich auf dem Testserver bin. Also die Datei ist schon fertig, die importieren wir hier jetzt einfach und fügen die ein. Und jetzt haben wir hier quasi ein langes Video aus allen Elementen, die ich für das Video brauche. Also Gameplay-Elemente, Elemente, die halt im Inventar stattfinden, die Dinge veranschaulichen. So, und da setzen wir dann natürlich erstmal hier irgendwo in der Mitte des Intros einen Cut. Schieben die Dinger wieder beiseite, damit das Intro wieder frei ist und fügen dann eben die Dinge so zusammen, wie wir sie brauchen. So, am Anfang haben wir hier zum Beispiel einfach die Waffe selber, ne, die wir hier eingefügt haben. Nach dem Intro haben wir die Waffe dann aus einer anderen Perspektive. Die drehe ich dann noch immer so ein bisschen, damit man die mal von allen Seiten sieht. Genau.
Und ja, also wie lang die einzelnen Elemente schlussendlich sind, das entscheide ich teilweise nach Gefühl, also bei den Gameplay-Momenten meistens nach Gefühl. Und bei den Elementen, die im Inventar stattfinden, da entscheide ich nach dem, was halt so ein bisschen gesprochen wird. Dann haben wir hier den Teil, wo wir die Stats brauchen. Die haben wir hier hinten, die schneiden wir uns raus. Genau. Und fügen die ein. So, und jetzt sehen wir, das ist zu kurz, ne? Und da haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Entweder wir gehen wieder auf zurück und schneiden uns einen größeren Teil raus, oder wir bearbeiten die Audiospur, sage ich schon, also die Videospur, sagen, okay, wir machen hier Slow Motion, 0,5, dann verdoppelt sich quasi die Länge des Videos. Das kann man hier machen, weil das quasi keinerlei Bewegtbild ist. Das ist zwar ein Video, aber es ist eigentlich ein Standbild. Also der Wertezuwachs ist immer als Standbild gedacht oder immer als Standbild dargestellt. Und das ist auch das Gute, denn wir können hier etwas ganz anderes machen. Wir machen einfach einen Screenshot davon, löschen die Videodatei und fügen den Screenshot ein. Den können wir dann einfach beliebig lang ziehen und es merkt kein Mensch. So. Dann fügen wir ein paar Gameplay-Elemente ein. Ich habe hier auf drei Maps insgesamt aufgenommen. Einmal auf Seitenstraße, einmal auf Containerstadt. Nee, die Stapel war es. Und einmal auf, na, sag's, Schicksalsbrücken waren es, glaube ich. Oder nee, die zwei Bögen waren es. Zwei Bögen, richtig. Und da werden wir jetzt so ein paar Gameplay-Elemente zusammenschneiden. Und genau, also das muss ich euch jetzt nicht alles im Ganzen zeigen. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Schnitt, setze die Elemente grob aneinander, so wie ich sie haben möchte, und dann sehen wir uns wieder, wenn es an die weitere Bearbeitung geht. Ja, meine Freunde, ihr seht, das Ganze ist jetzt soweit fertig. Ich habe auch zwischen den Gameplays immer mal wieder Ausschnitte drin, die die Waffe auf einem Mech zeigen und so weiter oder die Waffe wieder an sich zeigen. Das Ganze wirkt dadurch einfach professioneller, ist abwechslungsreicher im Gucken, es wirkt einfach hochwertiger dadurch. Und jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir gewisse Übergänge haben, ne? Dass wir nicht einen harten Schnitt haben beim Bildwechsel, sondern dass wir was Smoothes haben fürs Auge, ne? Es hat immer was mit der Möglichkeit zu tun, das flüssig durchzugucken, dass das Ganze ein rundes, gesamtes ergibt und nicht irgendwo abgehakt oder komisch wirkt. Und dafür sind Übergänge unerlässlich. Ich mache es gerne so ganz am Anfang vom Video und direkt nach dem Intro mache ich meistens nur das sogenannte Auflösen. Das ist halt so eine Überblendung, wo das Bild halt entweder langsam ins andere übergeht oder eben halt langsam eingeblendet wird, in dem Fall jetzt. Das ist ein sehr, ja, es fällt eigentlich nicht wirklich auf, dass das eine Überblendung ist, weil es halt einfach nicht spektakulär ist, ne? Also es wird halt langsam eingeblendet. Und anschließend füge ich Überblendungen in oder zwischen den jeweiligen anderen Abschnitten ein. Da habe ich eine Vielzahl von Überblendungen, die ich gerne nutze. Zum Beispiel diese technischen Überblendungen, die ich gerne im Gameplay nutze, die habe ich mir auf also auf Filmstock runtergeladen. Filmstock ist eine Seite, wo wir tatsächlich uns gewisse Sachen runterladen können. Muss man allerdings auch abonnieren, ist auch monatlich kostenpflichtig. Und genau, so sieht das Ganze dann aus. Da kann man dann auch einstellen, wie lange die Überblendung dauern soll. Das ist auch ganz unterschiedlich. Ich habe dafür jede Überblendung meine eigene Dauer. Für die Überblendungen im Gameplay habe ich immer eine Sekunde. Für die anderen Überblendungen, wie zum Beispiel der Blitz, 0,1 Sekunde. Das muss ich jetzt, denke ich, nicht ganz im Detail erklären. Jedenfalls schauen wir, dass wir hier die Überblendungen reinkriegen, um am Ende hier ein sauberes Ganzes zu bekommen. Wenn wir das dann gemacht haben, sperren wir auch diese Spur. Denn jetzt kommen wir zu diesem ganzen anderen Schnickschnack, den ihr immer in meinen Videos seht. Irgendwelche Pfeile, Markierungen, Elemente, die ich einfüge, irgendwie so ein Gedöns. Und dazu müssen wir auf die Elemente gehen. Da hat man dann noch ein Suchfeld, da kann man dann nach allem Möglichen suchen. Oder man geht einfach auf seine Favoriten, wo man das abgespeichert hat, was man haben möchte. Wir müssen hier tatsächlich nur an einer Stelle etwas einfügen. Und das ist beim Wertezuwachs ganz am Anfang, wo halt dann darüber gesprochen wird, welche Stats das Ganze hat. Und immer wenn der Stat erwähnt wird, dann füge ich einen Pfeil ein, der nochmal darauf deutet.
Ja, gerne kreise ich auch irgendwas ein oder baue auch irgendwelche Einblendungen ein, wo dann so ein schön futuristischer Kasten aufgeht, wo dann irgendwas drinsteht. Das hat zum einen natürlich den Teil auch nochmal, das hat zum einen natürlich den Sinn, das Ganze nochmal visuell zu veranschaulichen, das nochmal einprägsamer zu machen. Und zum anderen ist es natürlich auch sehr, sehr viel Optik. Bei den Videos ist es nicht nur wichtig, dass der Inhalt stimmt, sondern halt auch das Visuelle. Es soll möglichst professionell aussehen, es soll wichtig aussehen, in Anführungszeichen. Und dann nehme ich oder bediene ich mich gerne solcher Elemente, die dann doch recht aufwendig aussehen und recht hochwertig und recht professionell. Und das ist dann auch häufig der Grund dafür, dass dann auf einmal irgendwo ein Fenster aufploppt, wo irgendwas drinsteht. Das liest sich wahrscheinlich kein Mensch durch, aber hey, es sieht cool aus, muss man so dazu sagen, ja. Richtig, so, wenn wir das haben, ist das Video eigentlich schon fertig. Ich gucke das dann nochmal Probe und rendere das dann am Ende. Und wenn das dann der Fall ist dann und das gerendert ist, dann mache ich auch über diese App zusammen mit GIMP noch das Thumbnail, da wird es hochgeladen und ist fertig. Das hier ist jetzt allerdings ein ganz, ganz einfaches Video. Das Video dauert 2 Minuten. Das ist der Fuse Mortar, den wir jetzt letztens gesehen haben. Und das ist für mich routinemäßig eine Arbeit von eine Dreiviertelstunde, bis das fertig ist, ne, sage ich mal. Mit den ganzen Aufnahmen, die dazugehören, also der Vorarbeit, den Videoaufnahmen sind es vielleicht, ist vielleicht eine Stunde, maximal. Maximal eine Stunde, dann ist das Ding fertig. Es gibt allerdings auch andere Videos. Ich mache hier mal ganz kurz eins auf. Wie zum Beispiel dieses hier, das ist ein Video, das ist noch nicht veröffentlicht worden. Da muss ich noch sehr viel bearbeiten, werde ich auch nochmal komplett über den Haufen werfen. Ihr wisst ja, ich habe mal Slingshot veräppelt. Und ja, das gleiche machen wir jetzt demnächst mit Puma. Und das ist das Video, in dem ich arbeite. Das ist immer noch nicht das Komplexeste. Ich habe noch viel, viel komplexere Videos vom Aufbau her. Aber ihr seht, hier sind schon wesentlich mehr Elemente am Start. Wesentlich mehr Tonelemente. Es ist wesentlich kleinteiliger auch in dem Videobereich aufgeteilt. Und ja, so steigert sich das dann natürlich exponentiell. Es gibt auch große Videos. Habe ich auch mal eins gemacht, wo es zum Beispiel ging, darum ging, welche Mechs man denn so nutzen sollte. Und das war, ich weiß nicht, falls ihr euch daran erinnern könnt, das war so ein Video, da habe ich dann die einzelnen Mechs so ein bisschen so skizzenmäßig dargestellt. Und das war zum Beispiel ein richtig aufwendiges Video. Da war wirklich alles kleingeschnitten in Scheiben. Da hast du aus der Perspektive, wie wir es jetzt haben, hast du nur lauter Striche erkannt. Und genau, so läuft das auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Lasst gerne mal Feedback da, wenn ihr mal mehr in die Richtung haben wollt, ab und zu. Ich kann es nicht oft machen, weil das einfach ein Thema des Kanals ist. Aber wenn ihr mal ab und zu was darüber erfahren wollt, dann lasst mich wissen. Wir sehen uns dann im weiteren Video. Bis dahin macht's gut und macht sie fertig.